Krass, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Heute mal wieder mit einem bekloppten Spiel Click to be a Monster. Ich glaube, das heißt nicht so. Ich glaube, das heißt irgendwie anders. Ich klicke einfach drauf los und werde zum Monster. Was sehen wir hier? Wir sehen Salz und Pfeffer. Okay, und was soll man mit Salz und Pfeffer machen? Es gibt ja gar keine Vorgaben. Es gibt ja nicht mal Controls, mit denen ich was machen kann. W, S, A, D, irgendwas. Nee, klappt auch nicht. Scheiße. Ausgeliefert irgendwie. So, irgendwas muss man noch hier machen. Und zwar kann man das drehen. Dann kann man das aufmachen. Und dann kann man es wieder raufsetzen. Ich bin zu böse. Okay, jetzt haben wir hier ein Buch. Okay, das ist so ein Gemeinheitsspiel, glaube ich. Hier zieht man einfach das Ding raus. Pure Evil. Entschuldigung. Weiter. So, jetzt haben wir hier Dominosteine. Oder wie? Ach, Dominosteine. Wie heißen die? Lego-Steine. Wegschmeißen. Weg! Oh, not cool. Wer trinkt denn eigentlich im Sommer so? Normalerweise ist es ja so richtig, ne? Aber ich glaube, das Spiel will das gar nicht. Okay, das Spiel will das doch. Boring. Was ist das hier? Das ist ein Ventilator und das ist... Hä, was soll denn das sein? How dare you? Habe ich nicht so ganz verstanden, worum es gerade ging. Was ist der beliebteste Browser der ganzen Welt? Internet Explorer. Hier, den nehme ich. Just why? Weiter. So, jetzt haben wir hier eine Briefmarke. Die muss eigentlich da drauf, aber ich klebe sie einfach mal hier drauf. Oh, der schiefe Turm von Pisa. Der ist auf dem Bild ganz schief, aber ich möchte nicht, dass er schief ist, sondern er muss gerade stehen. So. Wir alle kennen Limes, Arealschrift, Times Roman, Comic Sans und Calibri ist jetzt auch neu dazugekommen. Ne? Und was nehmen wir natürlich alle? Wir nehmen Comic Sans. Ich bin so gemein. So, Frauenklo. Okay, alles klar. Beim Frauenklo lässt man entweder das Toilettenpapier ganz aus oder man klappt den Deckel einfach mal hoch. So, ups, geht ja gar nicht. Doch, jetzt. Hallo. Jetzt. Do not touch. Ich hab's angefasst. So, plus 4, 3 und 6. Natürlich die 6, ist ja ganz klar. Eigentlich hätte ich auch eine ganz andere nehmen können. So, jetzt haben wir das und das. Dann nehmen wir mal das hier. So, wir haben hier Kopfhörer. Okay, jetzt sehe ich es erst. Kopfhörer haben wir hier und was müssen wir jetzt hier machen? Achso, die Kopfhörer, die sind ausgestöpselt. Das heißt, wenn derjenige die anstöpselt, dann müssen wir hier mal drehen. Dude, stop! Thanks for playing. Wie, das war's? Ja, cool. Versuchen aber nochmal. Alles, was wir jetzt beim ersten Mal falsch gemacht haben, machen wir beim bei diesem Mal jetzt alles richtig. Ne, wir machen jetzt bei diesem Spiel ein bisschen was anders. Und zwar alles, was wir boring gemacht haben, machen wir jetzt letzten Endes richtig. So, Dude, stop, das hatten wir ja schon. Jetzt versuchen wir mal eine andere Schriftart. Times Roman. Boring, okay. War alles, was wir boring gemacht haben, machen wir jetzt. Letzten Endes richtig. Das schmeiße ich weg. Eine Scheiße. Not cool. Dann nehmen wir den Chrom. That's what. Das war's normal. Okay. Do not touch. Habe ich angefasst. Salz und Pfeffer. Kann man die Yankee aufschrauben? Die kann man gar nicht aufschrauben. Hm, ist das scheiße. So. Und dann draufstellen.
So, dann machen wir mal hier plus 4. Pure Evil. Boah. Das ist so gemein von mir. So, jetzt mache ich mal die Scheiße da wieder raus. Dude, stop. So, das gehört immer noch da rein. Okay, und das kann ich ja gar nicht anders machen. Das muss ich so machen, glaube ich. Dude, stop. So, und das hier. Was ist das hier? Was ist jetzt passiert? Hallo? Sorry? What the hell? Die Briefmarke kriegen wir diesmal, hier. So, jetzt machen wir das Ganze mal so. Es geht ja gar nicht anders. Oder so. Ach komm. So, gerade. Oder? Ist es gerade? Jetzt ist es gerade. So, jetzt ziehen wir uns die Socken erstmal an. Und dann den Schuh. You are a monster. Thanks for playing.